Ich bin Valeska Finger, ich komme aus Tom und bin bei der Freiwilligen Feuerwehr in Tom tätig. Also die kennen mich ja alle schon von klein auf. Wahrscheinlich besser als die ich kenne. Und es wurde von vornherein mit mir gesprochen und wir haben darüber gesprochen, was möglich ist und dass ich alles ausprobiere und das, was möglich ist, mache ich. Und ja, wenn halt jemand zu Hause ist, kann ich halt auch zum Feuerwehrhaus gebracht werden und kann halt auch mitfahren. Es ist immer jemand da, der irgendwie auch mal mit einem Privat-Pkw oder so mich mitnehmen könnte und dann halt das, was möglich ist, helfen. Wir haben hier Neuland betreten. Von seitens der Wehrleitung der Verbandsgemeinde Ruwa wurde eine Anfrage an uns gestellt, ob wir die Möglichkeit hätten, eine Person mit Handicap, in dem Fall eine Rollifahrerin, auszubilden. Daraufhin haben wir uns in einem gewissen Personenkreis getroffen, die Sache besprochen, die Valeska mal kennengelernt, um herauszufinden, welche Möglichkeiten der Ausbildung bestehen. Also sie hat wirklich von A bis Z alles mitgemacht. Man hätte sich im Vorfeld nicht vorstellen können, dass das so abläuft. Aber es war eigentlich nichts dabei, was sie irgendwie ausgelassen hätte. Also sie hat wirklich die Ausbildung von A bis Z komplett durchgezogen. Die Valeska ist eine sehr junge und ehrgeizige Frau. Sie kann wirklich relativ viel machen, trotz ihrer Einschränkungen, und ist auch relativ mobil und eigenständig. Und von daher hatten wir keine Berührungsängste und keine Vorbehalte und konnten Valeska super hier aufnehmen. Ja, der Wehrführer der Feuerwehr Tom, der kam auf mich zu, hatte mir berichtet von einer jungen Dame, die hier in der Feuerwehr Tom in die Mitgliedschaft aufgenommen wollte werden. Und wie wir das gestalten können, ob sowas überhaupt möglich wäre. Ich hatte mir dann zahlreiche Gedanken gemacht und habe dann auch mit der Kreisausbildung Kontakt aufgenommen und mit denen erstmal abgestimmt, ob überhaupt eine Ausbildung im Rahmen der Inklusion in der Sache Feuerwehr möglich wäre. Ja, das Ergebnis war, die Kreisausbildung hatte dann auf Landesebene Recherchen erstellt und sich erkundigt ebenfalls bei der Unfallkasse, was möglich wäre, was gemacht werden dürfte, und hatte dann somit nach einem Gespräch mit dieser Valeska grünes Licht gegeben. Gut, also ich werde nicht auf jeden Einsatz mitfahren können, aber natürlich in der Zentrale, in der Funkeinsatzzentrale mithelfen, dass die Leute, die halt da sitzen, auch gegebenenfalls auf dem Einsatz außerorts dann helfen können und ich dann halt da quasi den Job übernehme.